Hallo Leute und herzlich willkommen. Da sind wir auch wieder zu Let's Play Borderlands. Wir sind immer noch in the middle of nowhere, mitten im Nirgendwo. Das haben wir uns verlaufen. Wir sind bei Folge 34. Haben beim letzten Mal nicht ganz so viel geschafft. Stellen uns jetzt auch einen Wecker auf 20 Minuten und hoffen, dass es diese Folge ein bisschen besser läuft. Wenn wir beim letzten Mal arg damit zugebracht, hier irgendwie einen Kreis des Gemetzels zu überstehen. Erst hat es nie funktioniert, entweder wir wurden abgeknallt oder es wurde irgendein Trigger nicht ausgelöst oder sowas. Dann hatten wir nachher einen Gegner, den haben wir platt gemacht, haben damit gewonnen, lief ganz prima. Aber sind wir auch bei nur einem Gegner erwarten? Ach so, was machen wir denn jetzt hier? Machen wir doch erstmal eine Funkstation. Da müssen wir. Weit. Haben wir noch was, was in der Nähe ist? Shotgun-Schnitzeljagd. Das ist so halbwegs in der Nähe. Damit könnte ich gerade so leben. Machen wir doch erstmal hier Shotgun. Dann müssen wir hier durch den Tunnel, glaube ich, hoffe ich. Da ist eine Brücke, ja, an der Brücke müssen wir vorher irgendwie runter noch. Dann sind wir schon mal fast auf dem richtigen Weg. Hier müsste es eigentlich, hier so, und. Ja, das ist sowas wie eine Straße. Fährt sich ein bisschen eierförmig, aber was soll's. Oh nein, müssen da wieder hier hinter. Hier konnte ich doch auch irgendwo Tore aufmachen, dass ich mit dem Auto durchkomme. Hätte ich zumindest so im Kopf gehabt. War hier nicht irgendwo ein Schalter oder so? Immerhin sind die Dinger nicht mehr da. Jetzt geht's auf. Dann kommen wir auch mit dem Auto durch. Sind wir ein bisschen schneller, als wenn wir da zu Fuß hinterlaufen. Richtig, hier waren wir schon mal für Chrom's Canyon. So. Einmal wenden. Und dann können wir hier direkt durch. Gleich noch ein paar Spider-Ends umfahren. Oh, die sind doch noch da, die Scheißdinger. Und jetzt gleich mal in Deckung gehen. Lief ja nicht so. Eigentlich ist es das Sinnvollste, wir fahren jetzt direkt im Rückwärtsgang wieder weg. Fahr, 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 fahr! Hui! Und dann schnappen wir uns jetzt hier unser Scharfschützengewehr und hoffen, dass wir die auf die Entfernung halbwegs brauchbar wegkriegen. Ja, läuft prima. Wenn man den trifft. Ja, man trifft natürlich nicht immer, aber wenn, dann trifft man richtig. So. Nummer 1, hier noch Nummer 2. Ja, man sollte vielleicht wirklich warten. Wir hocken uns mal hin, vielleicht zielt man dann ein bisschen besser. Ja, okay, war in Ordnung. Mit dem Treffer kann ich leben. Mit Nicht-Treffen lebe ich eher nicht so gerne. Super. Ja, das wird er nicht so. Bei der Gatling läuft es nicht so cool. Aber wenn es so bleibt, wäre super. Ja, von mir aus trete ich auch noch ein Stück. Ist doof, dass das Schild sich immer wieder auflädt. Dann fängt man quasi wieder von vorne an, weil das Schild scheinbar nicht so viel ausmacht. Wir werden doch irgendwann mal treffen müssen. Nein, scheinbar nicht. Doch, jetzt. Oh, na Wahnsinn. Die kleine Ecke da. Wollt ihr mich vielleicht verarschen? Na also. Will ich ja wohl meinen. Dann können wir jetzt hier wieder, ja, von mir aus auch eine Shotgun nehmen. Ne, Schützenplatz wollen wir nicht. Wenn, dann sind wir Fahrer. So, und dann können wir jetzt mal. Ach so. Dann können wir hier direkt Teile suchen, weil dahinter müssen wir eigentlich gar nicht. Da oben sehe ich schon mal ein Teil. Buddel dich hier ruhig aus, du Mistvieh.
Hier sieht so aus, als würde er mal hochkommen. Die Kisten stehen verdächtig wie eine Treppe. So, Shotgun. Ein Magazin. Okay, wir gucken mal auf der Karte. Doch, die müssen alle hier irgendwo sein. Dann düsen wir einfach mal hier rüber und suchen hier drüben weiter. Das sieht doch so, ach, hier liegt direkt was rum. Ein Griff. Ein Lauf. Fehlt nur noch ein Gehäuse. Da drüben. So kommt man schon mal nicht hin. Von der Seite. Sieht auch noch nicht so aus. Kann ja dann theoretisch eigentlich nur von hier oben lang sein. So, und hops. So, läuft. Wenigstens was, fangen wir die Folge schon mal relativ gut an. Erste Quest haben wir fertig, könnte man dann direkt abliefern. Aber wir wollen ja ein bisschen effizienter vorankommen. Warum bin ich jetzt eigentlich hier hunderte Male hin und her gerannt, anstatt da vorne einfach runter zu hüpfen? Weiß ich selber nicht so genau. Nein, nicht Schütze, Fahrer. So, Moment. Könnte man abgeben. Da muss man weit, weit, weit runterfahren. Wobei, da könnte man direkt hier mal gucken, ob wir da auf dem Weg noch was haben. Nein, ganz weit unten. Ähnlich weit weg. Insektenplage. Das ist direkt um die Ecke. Dann machen wir hier mal Insektenplage, würde ich sagen. Ja, da müssen wir erst irgendwie die Brücke da aufkriegen. Da ist bestimmt ein Hebel oder sowas. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Hier wird keiner erschossen. Will ich mal so kurz anbringen. So, wenn wir jetzt hier oben einen Hebel hätten. Hier schon mal nicht. Oh, ein Tagebuch. Anscheinend kann ich das Camp nicht mehr verlassen. Ich habe alle nötigen Informationen beisammen, um die Kammer finden zu können. Aber bei jedem Versuch, von hier aufzubrechen, überkommt mich eine unsagbare Angst und lähmt mich. Ist wohl irgendeine Art Psychose. Jedenfalls sitze ich hier fest. Und ohne Hilfe von außen geht's nicht weiter. Ich werde zusehen, ob ich nicht irgendwen auf diesen Planeten dazu bringe, mir zu helfen. Vielleicht kann ich ja eine interplanetare Nachricht absetzen, um Kammerforscher anzulocken. Lief ja prima. Top, Beete umgehauen, das Auto ist Schrott. Oh, hier schießt noch was. Halt doch mal die Fresse. Mit so einer Pistole auf mich losgehen, sowas Irrsinniges. Jetzt ist es Autoschrott und ich wollte eigentlich hier die Brücke runterkriechen. Und hab gedacht, da ist vielleicht ein Hebel, aber da ist ja auch kein Hebel, da waren wir ja vorhin schon. Irgendwie muss doch hier die Brücke runtergehen, piss off, ihr könnt mich mal. Stromleitung, die hat wahrscheinlich vielleicht doch was zu sagen. Wir schauen mal da runter, da endet die Stromleitung zumindest.
Vielleicht ist hier so ja doch irgendwo was Hebelähnliches. Nein. Warum auch? Ja, das musste jetzt sein. Vor Wut. Ich könnte jetzt natürlich im Internet nachgucken, wie kriege ich die blöde Brücke runter, aber... Da leuchtet was. Dahin müssen wir. Das sind die komischen Insekten. Ich habe gerade gedacht, wenn ich da drüben in Erchre, machen die vielleicht die Brücke für mich runter. Aber so kann man sich täuschen. Ja, da komme ich natürlich auch nicht hochgesprungen. Im Gegenteil, ich bleibe dann so ja an der Straße hängen. Okay, da kommen wir quasi nicht lang. Außer eventuell von da unten. Das bedeutet, wir rennen jetzt hier ruckzuck zurück und holen uns ein neues Auto. Und dann müssen wir halt was anderes machen. Beziehungsweise woanders langfahren. Was sagt die Uhr? Ja, lohnt sich definitiv noch. Ich frage mich, wie die Brücke da runter geht. Das kommt wahrscheinlich nur von der anderen Seite oder so. Das wäre wieder mal typisch. So, da drunter durch und dann einmal da am Staudamm vorbei bis ganz da runter zur nächsten Autostation. So, hier durch. So, hier lang. Dann müssten wir hier. Ja, hier ist der Staudamm. Ich behaupte einfach mal, es ist der Staudamm. Ob es nun wirklich ist, ist ja erstmal egal, oder ob es einen Staudamm darstellen soll. Ja, da dran vorbei. Na, was ist denn das? Die Brücke A. Ja, und Claptrap, der macht uns bestimmt eine Brücke auf. Durchsuche Datenbank. Dein DNS-Check hat ergeben, dass du nunmehr Klasse A-Status hast. Ich senke die Brücke. Los, senke die Brücke. Ich hätte auch da dranhauen können. Zwar nicht so geil Claptrap-Style, aber prinzipiell hätte ich da dranhauen können. Top. So, dann können wir jetzt aber, brauchen wir nicht da Insekten machen, sondern hier, Questlog. Nee, das ist das nächste. Meinen Messergebnissen zufolge finden wir an der Trash Coast ein weiteres Schlüsselfragment. Leider sind dir die Bewohner von Janestown im Weg und die stinken vor Alkohol und Borniertheit. Sie halten von Wissenschaft so viel wie ich von Musik, nämlich gar nichts. Hier drinnen wird bestimmt wieder spannend, habe ich das Gefühl. So. Bis jetzt noch relativ einfach. Wir looten hier zwischendurch schon mal, was wir finden können. Ist bisher nicht viel, aber ich wollte gerade sagen, du müsstest dich umdrehen, dann würdest du mich eher treffen. Will ja niemanden zu seinem Glück zwingen, aber prinzipiell, wenn man der Waffe auf jemanden zuläuft,
Oder wenn man jemanden erschießen will, ist es wichtig, dass man auch die Waffe auf ihn richtet. Geradezu langweilig. Na gut, aber wir wollen ja jetzt nicht so auf die große Kacke hauen, sonst liegen wir demnächst wieder im Dreck. Man weiß ja, wie das bei mir läuft. Hier gibt es wahrscheinlich auch nicht viel mehr. Na, nur Munition, die wir nicht brauchen. So, einmal die Schüssel anschmeißen. Wahrscheinlich kommen dann jetzt direkt wieder massenweise Leute. Hier haben wir einen Sniper. Ist aber schlechter als unseres. Das auch, okay. Ja, es kann natürlich sein, dass das besser ist, aber dann, ich gucke erstmal einfach rein auf Schadenswerte, bevor ich jetzt noch irgendwelchen anderen Schrott vergleiche. Oh, das sieht ja auch angenehm aus. Da kommen noch ein paar mehr Schüsseln und dann geht's direkt ab nach oben. Und hier ist ein Zaun. So, das war jetzt wieder relativ einfach. Wohin hat sie sich denn jetzt wieder gedacht? Die hat nur mal ja kurz ein bisschen gefunkt und dann war wieder gut. Naja, was soll's. Ist ja nicht mein Problem. Quest erledigt. Punkt. Was sagt die Uhr? Ja, irgendwas Kleines schaffen wir noch. Was wirklich Kleines. Das können wir abheben. Verstecktes Tagebuch. Insektenklare war das da. Wir hatten noch woanders was. Das ist da drüben. Das kann man noch machen. Tyler Knopf finden. Kann ja dann nicht so weit weg sein. Jo, nee. Nee, nee, nicht durch den Tunnel. Hier so durch. So wie es aussieht. Das da könnte er sein. Wieso kommt hier denn so ein Spider-End raus? Warum kommen hier so viele Spider-Ends raus? Warum ist die Knarre leer? Alter, geh mir nicht auf den Sack. Haben wir es jetzt bald? Mann, 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 ich muss Tyler Knopf finden. Das könnte doch Sinn. Ja. Jetzt muss man Janice Knopf töten. Wir können erstmal auf K wie Charakter noch einen Punkt verteilen. Was haben wir als nächstes hier? Shield. Abgefeuerte Schüsse pro Feuerstoß. Da könnte man definitiv noch drauf gehen. Muss man jetzt hier hoch? Nee, aber ich glaube, da hoch kommen wir noch. Wecker? Ja, okay, wir haben letzte Folge minimal eher Schluss gemacht. Wobei eigentlich nicht, eigentlich haben wir einfach mal pünktlich Schluss gemacht. Wenn ich mir hinterher so die Aufnahmezeit angeguckt habe. Okay, aber Janis Knopf können wir noch machen und dann... Wobei eigentlich haben wir hier auch gerade so ein... Ach nee, das ist nur ein Autopunkt. Oder ist hier auch ein Schnellreise? Hier ist auch ein Schnellreisepunkt. Dann gehen wir noch Quests ab und dann ist gut. Man muss es ja auch nicht immer übertreiben. Wo sind wir denn gerade? Cauldron sind wir, das können wir uns merken. Wir reisen nach Middle of Nowhere. Können ja, glaube ich, ein, zwei Quests abgeben. Hoffe ich zumindest. Ja, Schnitzeljagd können wir abgeben. Bekommt dafür eine Shotgun, 7x40. 10 Schuss Magazin, den Rest haben wir noch nicht. Ist die besser als unsere? E ist vergleichen. Ausgerüstet.
Nee, wir haben 12x58, ist eine scheiß Shotgun. Aber gut, man kann ja nicht alles haben. Und dann können wir noch hier irgendwie was anderes abgeben. In New Haven. Los, lad etwas schneller. Noch etwas schneller. Zieht sich heute wieder. Kotz. So, abgeben. Halt, Moment. Jetzt klingelt natürlich der Wecker. Aber das bedeutet ja quasi, wir haben unsere Zeit mal wieder gut umbekommen. Vielleicht gehst du den negativen Elementen hier aus dem Weg. Ja, hässliche Scharfschützengewehr interessiert mich eigentlich auch nicht, aber die Quest haben wir abgeschlossen. Sehr schön. Dann würde ich sagen, düsen wir jetzt wieder zurück zu Kauldron. Stand mal eigentlich an Suit. Ich weiß nicht, ob das da dann wirklich ein Spawnpunkt ist, ob wir dann beim nächsten Mal wieder da rauskommen. Müsste ja aber eigentlich, wenn es einen Schnellreisepunkt hat. Würde ich jetzt zumindest behaupten. So, top. Und jetzt haben wir uns nochmal geschlagene 15 Sekunden oder 10 Sekunden den Ladebildschirm angeguckt. Nur um hier jetzt Feierabend zu machen. Ich bedanke mich an der Stelle wie üblich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Abend, Tag, Nacht. Wann auch immer ihr die Folge guckt. Da hinten geht gerade die Brücke runter. Und ich sage jetzt an der Stelle Tschüss, bis zum nächsten Mal.